Guten Morgen Schweiz an dem Dings, an dem... Ja, was? Ein bisschen Überblick verloren. Was ist jetzt schon wieder für ein Tag? Zum Glück ist Freitag. Ah ja! Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Voilà! Eine Expertengruppe schlägt den SBB vor, in ihren Zügen eine dritte Klasse einzuführen. Ja, aber ich meine, bevor man die dritte Klasse einführt, oder, sollte man da vielleicht nicht zuerst die zweite Klasse einführen? Das ist vielleicht nicht ganz Ihre Liga, lieber Roger Federer, aber die zweite Klasse gibt es schon. Die SP ist da gegangen. Keine dritte Klasse für weniger, sondern die erste Klasse für alle. Ein radikaler Vorschlag von Christian Löber. Ja, wie gesagt, ja. Ich bin zum Beispiel auch dagegen, wie gesagt, ja. Wieso wie gesagt, Basti? Du hast noch gar nichts gesagt. Ja, wie gesagt, ja, ich sage immer wie gesagt, oder? Ja, also wie gesagt, wenn ich schon nichts gesagt habe, oder? Dann sag doch jetzt etwas vielleicht. Gut, wie gesagt, ja, ich bin dagegen. Ich bin gegen die dritte Klasse, ja, wegen der Gesundheit und so. Und wie gesagt, ich meine, ich habe in der dritten Klasse angefangen zu kiffen, oder? Der Herr Bürgin hat absolut recht. So eine dritte Klasse ist ganz etwas Gefährliches. Ah, wir begrüßen den SVP-Nationalrat Andreas Glarner in der Runde. Ja. Warum meinen Sie, die dritte Klasse sei gefährlich? Sag es Ihnen. Tiefere Billetpreise in der dritten Klasse ziehen dann wieder ganz viel Ausländer an, die unsere Schweiz verstopfen. Und für die SBB gilt das Gleiche wie für das ganze Land. Wenn es schon genug Leute drin hat, muss man die Türen zumachen und immer mehr reinlassen. Nicht einmal ein Servola. Gut, für einen Servola hat es immer Platz. Raten Sie mal, als ich auf Fasnacht gegangen bin. Als Servola? Nein, als Viktor Orban. Ja gut, ich meine, ich gehe immer als Roger Federer, oder? Dann kommt dann niemand auf die Idee, dass ich der echte Roger Federer bin, oder? Und da machen wir für meine Verkleidung ein riesen Kompliment, oder? Ja! Geduld, Herr Giro, Geduld. Ladies first. Zuerst, ja, wenn wir die Landesregierung hören, die Bundesrätin Karin Kelder-Sutter, bitteschön. Ich liebe die Fasnacht, denn an der Fasnacht kann ich gut aus mir rausgehen. Ich nehme mir dafür jeweils Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr und unter klar gewissen Umständen wird es sogar 15.31 Uhr. Ja, Sie kommen gerade dran, Herr Giro. Der Bastien Giro von den Grünen. Ja. Die haben sich sicher aufgeregt über die Rechtsradikalen in der Schweiz, die sich als Ku Klux Klan verkleidet haben. Ja, an der Fasnacht. Oh, ich hoffe noch, man kann die furchtbaren Kutten wenigstens kompostieren. Ja. Sie selber? Das Jahr auch für Fasnacht verkleidet? Ja, als ökologischer Fußabdruck.